ALS Ice Bucket Challenge. Auch ich bin nominiert worden. An dieser Stelle auch danke an Andreas für die Nominierung. Und natürlich nehme ich die Herausforderung an. Ich möchte an dieser Stelle gerne was zu der ALS-Nervenkrankheit sagen. An ALS erkranken von 100.000 Personen jährlich zwischen 1 und 3 Personen. ALS kann man nicht heilen. ALS verläuft immer tödlich. Man kann lediglich die Symptome ein Stück weit lindern und kann die Betroffenen in dem Fall psychologisch unterstützen. Seit Beginn der Challenge sind mittlerweile, Stand 23.08., 62,5 Millionen US-Dollar zusammengekommen. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Im Vorjahresvergleich war es 2,1 Millionen US-Dollar. Ich möchte natürlich auch hier Nominierungen aussprechen. Als allererstes möchte ich gerne meinen Freund Robert nominieren. Robert, an dieser Stelle für dich die Information. Du darfst die Ice Bucket Challenge natürlich gerne in der Form und Art durchführen, wie du es dir vorgestellt hast, so wie wir es am Sonntag durchgesprochen haben. Wenn du da diesbezüglich Hilfe brauchst, ich bin unterstützend an deiner Seite, ich helfe dir gerne, hau rein. Dann würde ich gerne meinen Bruder noch nominieren, und Thorsten. Mein kleiner Bruder, auf den ich mega stolz bin an dieser Stelle, weil er schon so vieles gemeistert hat. Er macht gerade seinen Master, schreibt gerade seine Thesis. Ganz toller Typ. Und dann möchte ich gern noch den Vorstand der Sparkasse Pforzheim-Kalf, den Herr Hans Neuweiler, nominieren. Der hat sich auch, hoffentlich, bereit erklärt, da mitzumachen. Und ich danke euch und wünsche euch jetzt mal viel Spaß mit dem Kübeln da. Oh Gott. Super. Drück drauf.